Was die Arbeit in Nordfriesland so besonders macht, ist, dass wir hier wirklich in einem kleinen ländlichen Kreis sind, in dem wir nur eine Psychiatrie haben. Das ist insofern interessant, als dass hier unfassbar große Gestaltungsmöglichkeiten sind. Breathe in, breathe out. Hey, come, come, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Wir haben die Möglichkeit, in der ländlichen Region schöne Strecken zum Nordic Walken herauszusuchen. Das ist ein Riesenvorteil, dass wir in die Natur können und davon profitieren die Patienten auch. Gerade auch am Deich, die schönen Wege laden super zum Inlinerfahren ein. Ich bin eigentlich Internistin, Fachärztin für Innere Medizin. In der Türkei hatte ich nicht so viel Zeit für den Patienten. Man muss alles schnell erledigen, aber hier, ich kann den Patienten mehrere Zeit verbringen. Das gefällt mir sehr. Wir haben hier ein offenes, modernes und kollegiales Arbeitsumfeld. Also wir haben viele Freundschaften hier auch. Das sind nicht nur Kollegen, mit denen macht man am Nachmittag nach Feierabend, machen wir Sport, treffen wir uns auch auf dem Geburtstag. Gibt auch Betriebsausflüge, wir gehen öfter mal essen. Diese Zusammenarbeit und Teamgeist gefallen mir sehr. Das Schöne an der Diako ist auch, dass man hier verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten hat, dass man sich ausprobieren darf. Ich bin bisher noch nicht auf irgendeine Situation gestoßen, in der mir eine Fortbildung verwehrt wurde. Die Eigeninitiative ist eben gefragt und dann wird eigentlich so ziemlich alles gewährt, was man sich vorstellen kann, solange es im Rahmen ist und für die Psychiatrie sinnvoll ist. An Nordfriesland gefällt mir die Nähe zum Meer. Da gibt es total tolle Möglichkeiten, auch Strecken herauszufinden, die man vielleicht für einen Achtsamkeitsspaziergang nutzt. Vielleicht auch einfach nur die Meeresluft zu atmen, ganz bewusst zu atmen und dadurch eben auch vielleicht die Entspannung, aber auch die Aktivierung zu nutzen. Es sind hier auch stressige Tage, aber es gibt hier auch sehr viele schöne Tage, die einen erfüllen, weil wir den Menschen hier geholfen haben, auch ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben. Vor allem, wenn man jetzt jung ist, dann denkt man wahrscheinlich eher daran, in die Großstadt zu gehen. Die Gestaltungsmöglichkeiten, die ich hier in dieser Klinik habe, die hätte ich da nicht gehabt. Denn hier bin ich alleine für eine Abteilung zuständig und kann im Zusammenarbeiten mit meinem Team selber mir überlegen, wie ich diese Arbeit gestalten möchte. Die ist mir nicht vorgegeben.